Jetzt sehen wir gleich die Tuben. Super! Geil! Mega! Auch gut! Es ist ein Rap! Heute! Ein richtig schönes Weihnachtsfest! Sag doch her! Fuck alleine, ey, das klappt nicht! Hey! Willkommen bei Kalte Füße! Heute hier aus Stockholm. Und wir stehen jetzt hier mitten in der Stadt. Mittendrin. Ich bin die Alex immer noch und das ist Pauline. Und wo machst du denn Praktikum im Norden? In Uppsala, ganz in der Nähe. Und es ist erst 16:20 Uhr, aber die Sonne ist ja schon etwas länger untergegangen. Okay, wir laufen jetzt noch ein bisschen durch die Stadt, nachher nehmen wir den Bus nach Vastena und dann geht's da wieder. Bis dann. Bis dann. Wo kommst du eigentlich her? Ich komme aus Uppsala. Wo kommst du eigentlich her? Wer bist du? Ich bin Livia und ich bin in Vastena. Friederike und das ist Anna. Und wir sind auch in Vastena. Und wo gehen wir jetzt hin? Ins Gästehaus. Ins Kloster, genau. Und was machen wir da? Du wolltest noch eine werden. Ja, ich hab gesagt, Tato ist schön und gut, aber eigentlich Nonne werden, das ist es. Und in Vastena hat man da die Möglichkeit. Ja, hier gibt es auch viele deutsche Nonnen. Also da kann ich mich auch verständigen. Ja, genau. Wir müssen dafür keine Haustiere halten. Jeden bis seiner. Ich habe auch keine Haustiere. Ich auch nicht. Ich darf nicht mal rauchen in der Wohnung. Warum wir wirklich hier sind. Wir wollen Weihnachten feiern. Wann ist Weihnachten? Christmas. Übermorgen. Übermorgen ist Weihnachten. Da feiern wir in Vastena. Willkommen in Vastena. Es ist einfach viel zu dunkel. Hat jemand Schlüssel? Willkommen zu Hause. Willkommen zu Hause. Nehmen wir wieder so viele Sachen mit. Pauline will hier einziehen. Morgen 8 Uhr. Morgen 8 Uhr? Was? Oh mein Gott, 8 Uhr. Oder 9 Uhr lautet. Was sagst du dazu? 8 Uhr. Mein Wecker geht um 7 Uhr. Also was haben wir hier alles? Was machen wir eigentlich gerade, Leute? Wofür? Ja. Für 10 Leute. Wir haben die Raps gar nicht. Und da war Anna weg. Also was eine ganz geile Spezialität ist, salziges Lakritz. Salzige Heringe. Das ganz schmeckt geil. Und das gibt's in jedem Einkaufsladen? Ja, vielleicht nicht ganz so groß, aber so die Hälfte. Ja. Und wie macht man das? Also wie geht man vor? Man geht hier hin? Man nimmt sich so eine Tüte. Eine Tüte, okay. Und dann schafft man das rein und man das wird dann quasi abgefahren. Oder man nimmt sich so eine Box, wenn man sehr viel Hunger hat. Wenn man ein bisschen mehr Hunger hat. Mauer. Esst Mauer. Okay. Und kommen wir mit den Wraps wieder. Wer mag hier Käse aus der Tube? Wer mag ihn nicht? Wer hat ihn noch nie probiert? Bist du bereit? Ja, ich freue mich schon. Was machen wir gleich? Wann jetzt Greta? Okay. Greta kommt. Okay. Ja. Wir müssen uns ganz natürlich verhalten. Oh mein Gott, wie aufregend. Geht sie wieder zurück, jetzt hängt sie erst ihre Jacke auf. Hallo Greta! Herzlich willkommen! Ein großes Willkommens. Wie war deine Läuft. Also wir haben 50 Minuten gebraucht. Das war schön. Das ist ja lecker. Was machen wir gerade? Wir gucken. Weihnachtsessen. Diese Stimme kenne ich ja gar nicht. Wer ist das denn? Claire. Ah, oh, das ist Claire. Und wer ist das denn? Und wo kommt ihr denn her? Aus Oslo. Und warum seid ihr erst so spät gekommen? Oh, weil wir 19 Stunden mit dem Zug unterwegs waren. Reine Fahrzeit, 5 Stunden.
sagen, 3 Stunden Aufenthalt auf einer Parkbank von 3 Uhr morgens bis 6 Uhr morgens. War schön. Also wenn man das mal nicht Einsatz nennt. Und jetzt wird hier Fleischbällchen gemacht. Vegetarisch? Ja. Yes. Und mit was? Immer so viel zu arbeiten. Alex soll sich jetzt mal selber filmen. Die hat ja auch was zu sagen, nicht nur immer wir. Aber in meinem Blog bin ich doch immer diejenige, die zu sehen ist. Hast du Vorsätze fürs neue Jahr? Also ich würde sagen, so direkt jetzt nicht. Mhm. Sondern einfach, dass es gut wird, ne? Und das ist halt... Ja, dass man sich bemüht, dass alles gut läuft. Ja, aber mein Bestes gebe ich sowieso immer, stimmt's? Ja, siehste. Ja, siehste. An Silvester zum Beispiel, ich denke immer so, boah, wo werde ich jetzt wohl in einem Jahr sein? Das ist halt richtig krass. Und letztes Jahr. So, ja, das ist immer so ein Jahr später, dann immer so, boah, krass, vor einem Jahr habe ich noch gedacht. Ja. So. Letztes Jahr, wenn man einen sagt, vielleicht bist du nächstes Jahr in Schweden, ich so, ja, ich weiß nicht, ich werde bestimmt nicht genommen. Ja, vor allem nächstes Jahr. Das kann man doch gar nicht sagen. Letztes Jahr war gerade die Bewerbungsphase vorbei. Ja. Und da waren alle so, ah, wir sind nicht da in Estland und so. Und in Hammer weiß das noch nicht, ich war richtig nervös. Überlegt. Dum 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 dum. Ah, ich wollte mehr trinken. Das klingt jetzt komisch. Wasser oder was? Wasser trinken. Gesund. Weil ich trinke immer zu wenig. Ja. Und das schaffe ich schon seit Jahren nicht. Aber dann schaffe ich es vielleicht 2020. Das ist eine schöne Jahreszeit. Stimmt. Gerade und rund. Oh Gott, nicht so nah. Das will niemand sehen. Ich glaube einfach, also genießen. Die Zeit hier genießen, mitnehmen, alle speichern, was man irgendwie kann in seinem Herzen, in seinem Gedächtnis, alle Gefühle. Genießen. Genießen, ja. Ist so toll. Tschüss. Tschüss. Okay. Ich muss jetzt Löffel für den Tzatziki holen. Na dann geh doch. Wieso ist jetzt hier keiner mehr? Also hier hätten wir unser Verkaufsschlager, den Tubenkäse mit Schinken geschmückt. Käse mit Salami-Geschmack. Oder wenn es doch lieber etwas mit Fisch sein sollte, Tubenkäse mit Krabbengeschmack. Was nehme ich denn? Am besten alles! Den Tubenkäse immer ein Drücker wert. Antonia, was machst du gerade? Ich verteile gerade die wichtigen Geschenke. Cool. So viel Liebe. Ja, sie hat viel, was ich schon viel besser vergessen. Ist das für mich? Oh, Scheiße, ist das mehr? Okay, ich hab's. Es geht uns gut, oder? Geht es uns gut? Ja, auf jeden Fall. Ein Spiel gespielt haben, das heißt Chapeau. Das heißt, wirf Clara die Kaugummis. Das heißt Chapeau. Und das ist ganz toll. Die dritte Runde spielen wir morgen. Das war auch voll. Wie geht das? Du musst Begriffe erraten, so ein bisschen wie Tabu, nur cooler. Nee, das ist ja klingt krass. Tolle Idee, Alex. Tolle Idee. Kann ich werfen? Warte, ich mach's so mit einem Winkel. Oh, mein Gott, komm. Soll ich dir werfen, wie das alle in Hawaii? Hier. Wer hat Tonys Wäsche? Ich kann froh sein, dass du nicht so harte Kaugummis gerade wirfst. Unser Plan ist jetzt, dass wir hier reingehen und schwimmen, weil das hier Tradition ist. Ist das richtig? Ja. Ich mache mir den Schwimmen rein, so. Und wir hüpfen wieder raus. Ah. Oh, ja, komm. Oh, halt. Dein sechsorigtes Bollu, dolle weiße Muss. Sinus. Die
üks värvik siin, ma ei lammu must. Enda peegelust sa kunagi ei näe. Su ema nõudis küll, et tule kui poegus. Varja parmas enda ees. Hallo Anna, was machst du gerade? Wofür? Viel zu viel Pfeffer in das Rührei gemacht. Ich warte aufs Essen und haben schon den Tisch gedeckt. Mir geht's genauso. Ich war schon aufs Essen. Guck anderen zu, wie Pechnis machen. Fand's super. Ich fand's super. Ja, es war ein bisschen kalt. Also es war eine Anreise. Meine Anreise war super unkompliziert. Und es ist langweilig. Ich werde es sowieso rausschneiden, weil es niemanden interessiert, wie ich angereist bin. So, das ist die Küche von Vazdena. Brunch. Ja, Pancakes und Rührei. Brot. Und Müsli. No problem. Also wir haben rausgefunden, unser Leuchtturm funktioniert wirklich. Das ist ein Leuchtturm und es ist arschkalt. Darf man sowas sagen? Es ist sehr, sehr kalt. Greta, wink mal. Greta, wink mal. Lea, wink mal. Antonia, wink mal! Hey. Madeleine, wink mal! Pauline, wink mal! Alex, wink mal! Okay, aber wo sind die anderen eigentlich? Die sind jetzt im Weihnachtskonzert. Ja. Wir wollten nicht unsere Themen verlassen. Ja, einmal die Sonne sehen am Tag. Das ist ja schon die Sonne. Die Sonne. Die Sonne. Die Sonne. Oder im Schnee spazieren gehen. Ja, im Schnee. Überall wunderschöner Schnee. Nicht Eis trotzdem. Weiß Weihnachten. Ich finde es trotzdem toll, wenn sie Grüße an die Mama. Wollt ihr auch noch jemanden grüßen? Ja, ganz liebe Grüße nach zu Hause. Ja, an alle. An Mega Time. Und nach Catch. Schöne Bade. Schlade für den Bash. Und an alle anderen Fakultäten, die nicht hier sind. Genau. Und die in der Zukunft hier sein werden. Genau, bewerbt euch jetzt. Komm, wir winken einmal. Tschüss. Tschüss. Das meg knarame Ja silmi pilgutamatta vahid lahendust Sinue Pauline, wir laufen aus! Your mom.